So Leute, herzlich willkommen zu South Vale West in der dunklen Welt, in der Albtraumwelt. Hier gibt es nicht so viele Collectibles, werdet ihr sehen, aber ja, ein separater Bereich. Deswegen habe ich mir entschlossen, da auch noch ein Video zu machen. Und zwar, ja, ihr findet die Collectibles, auch wenn es nicht viele sind, unten im Timestamp. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst. Auf jeden Fall, let's go! Wir sind hier auf der Map im Rosewater Park und hier ist eben die Grenze zu South Vale West und East und deswegen habe ich einen Cut gemacht bei East und West, damit ich das besser unterteilt bekomme. Hey. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. Yeah, I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh, yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! So, und das eigentliche Collectible könnt ihr aber nicht verpassen, gefühlt, ist hier. Wir lesen es uns mal durch. Ein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste es, er habe... Aber nichts unternommen, es hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe das Ding gesehen, ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in seine Nähe. Jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Da machen wir weiter.
Das ist der Schlüssel zum Geschichtsverein. Das ist dann wieder ein separater Bereich, wo wir dann auch wieder einen Guide machen. Das gerade alles so ein bisschen zum etwas runterkommen. Dann noch ein bisschen Munition. Ansonsten, Leute, gibt es noch eine Trophy in diesem Kapitel. Die könnt ihr auch nur in diesem Kapitel holen. Die zeige ich euch. Geht hier die Treppe rauf. Dann kommen wir eigentlich in der Nähe des Motels wieder raus. Ich zeige euch das. Das Motel ist hier drüben. Könnt ihr euch noch erinnern, das Jack's Inn. Hier auf der Karte, seht ihr das? Da geht ihr in den Raum 106. Könnt ihr übrigens noch speichern, wenn ihr das wollt. 106 ist hier. Die Tür ist jetzt offen. Und jetzt könnt ihr da hinten alles in bester Ordnung die Trophäe freischalten. That's basically it. Hier aus dem Snackautomat oder? Mal probieren. So Leute, und jetzt müssen wir in Richtung Geschichtsverein. Der ist da oben links. Also vom Motel aus. Die Richtung, Leute, das war es auch schon mit allen Sachen, die ihr in dem Bereich bekommen könnt. Ich weiß, das war kurz. Aber ja, das ist dieser Bereich. Der nächste Bereich ist dann der Geschichtsverein. Da machen wir dann ein neues Video. Ich laufe noch mit euch hin und dann ist die Folge auch schon wieder durch. Die nächste Folge kommt so bald. Das Game ist so genial. Erinnert mich viel an Evil Within. Muss ich ehrlich gestehen. Was auch übrigens ein sehr gutes Spiel ist. Da sind Evil natürlich Elemente drin. Aber man sieht alles, was so heutzutage ist. Das ist auch so ein bisschen von Silent Hill inspiriert worden. Deswegen sehr, sehr krass. So Leute, dann sind wir schon am Geschichtsverein angekommen. Das ist hier auf der Map. So, ich weiß, es war nicht viel, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ihr habt euch die Trophy holen können. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn wir dann in den Geschichtsverein gehen. Kurz rein.